Hallo liebe Sims 4 Freunde, herzlich willkommen zurück zu die Sims 4. Es läuft wieder einwandfrei. Yay! Ich wollte vorhin mal aufnehmen, da hing es aber komischerweise so ein bisschen, oder besser gesagt ein bisschen arg. Dann habe ich das Spiel einfach nochmal ausgemacht. Habe es nochmal neu gestartet. Ja, sehr spektakulär, mehr habe ich nicht gemacht, habe es auch nur nochmal runter und. Nein, du musst komischerweise arbeiten. Warum? Was ist denn hier los? Oh. Hab's dann also nochmal beendet und dann nochmal gestartet. Jetzt läuft's ganz flüssig. Bin ich sehr zufrieden. Finde ich sehr schön. Bewässern. Jäten. Ich finde das schlimm, wenn man in eine andere Familie geht oder irgendwas rumändert bei Sims, dass die dann immer draußen stehen, dass dann irgendwie alles abgebrochen wird. Sprich, er hätte ja nochmal noch eine halbe Stunde arbeiten müssen, er hat dann gefehlt und es ist schon ein bisschen. Soll ich sagen, es nervt manchmal einfach nur. Dass das irgendwie nicht so wie bei Sims 3 oder jetzt Sims 2 ist, weil da war das relativ wurscht. Du konntest 10 Familien spielen, da wo du bei der anderen Familie aufgehört hast, da hast du auch weiter weitergemacht. Das funktioniert hier halt leider nicht, das finde ich leicht doof. Warum kommt er jetzt eigentlich nicht mehr von der Arbeit? Ja. So. Gott. Deswegen sind wir jetzt hier wieder in schlechter Leistung. Das ist natürlich wieder herrlich. Es ist wieder mal super. So, sie muss in 8 Stunden arbeiten. Sie ist komischerweise relativ fit. Also keine Ahnung. Die ist erstaunlich fit. Mein Gott. So, wir waren auf der Suche nach Zuckerschädel. Und. Oh. Wen haben wir denn da so kennengelernt? Ein paar Tote und noch mehr Tote. So. Wir brauchen noch 7 Zuckerschädel. Die hängen hier in der Küche. Sehr schön. Ups, falsch weg. Warum ist die denn jetzt so fit? Die muss doch arbeiten. Kann doch nicht sein. Er ist todmüde und sie ist schrecklich fit. Das ist lustig. Nee, dann soll sie. Ach, egal, sie soll schlafen gehen. Das ist mir jetzt egal. Jetzt haben wir hier Spielzeug kaufen. Gruppenversammlung teilnehmen. Ah ja, wir haben es geschafft, dass wir mit ihr endlich in der Gruppe sind. Zwar die Spin Masters. Ja, haben wir hingekriegt. Endlich. 10 300.000 Parts später. Ne, wir sind jetzt bei Part 34. Ja, 34 sind wir jetzt. Bald, ich freue mich schon. Nur noch 2 Wochen kommt endlich das neue Erweiterungspack raus. Habt ihr es euch vorbestellt? Habt ihr, habt ihr, habt ihr, habt ihr, habt ihr? Werdet ihr es euch holen? Werdet ihr es euch holen? Könnt ihr mir alles in die Kommentare schreiben? Was erwartet ihr? Was glaubt ihr, wie es wird? Holt ihr es euch auf jeden Fall oder wartet ihr lieber? Ich habe es ja schon vorbestellt. In irgendeinem Part habe ich es gezeigt. Das reicht natürlich wieder mal nicht. Seit 5 Minuten arbeiten. Und ich bin schon ganz aufgeregt, weil Spielekonsolen gibt es jetzt endlich, wie sie ja schon gezeigt haben.
wo es sehr lange, finde ich, jetzt gebraucht haben, um das einzuführen. Ich meine, bei Sims 2 und Sims 3, da war das, glaube ich, Standard. Da war es, glaube ich, schon im Hauptspiel. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, waren die im Hauptspiel schon dabei, Spielekonsolen. Da hat man nicht auf irgendein Erweiterungspack warten müssen. Ich verstehe es deswegen nicht ganz, warum die jetzt hier so lange gewartet haben auf dieses, dass es halt mit dem Erweiterungspack kommt. Anstatt dass sie machen ein Update, wo sie es einfach einfügen. Was sie ja gern ab und zu mal gemacht haben bei manchen Updates, dass du auf einmal neue Sachen hattest. Dann die Karaoke-Maschine kriegen wir endlich wieder. Yay! Wir können unsere Sims wieder ganz komisch trällern lassen. Was habe ich noch gesehen, was wir kriegen? Ach, Notarzt. Schlimm manchmal hier. Wie soll ich es denn erklären? Es sieht für mich aus wie eine riesen Wasserpfeife mit 8 Schläuchen. Da kommt allerdings Seifenblasen raus und die Sims, das gab es bei Sims 2. Gab es das bei Sims 3 auch? Ich glaube ja. Sicher bin ich mir nicht. Bei Sims 2 war es rosa. Und das sind die immer so hochgeflogen. Ihr wisst hundertprozentig, was ich meine, weil das war ja, glaube ich, auch im Trailer sieht man das, wenn ich es gerade richtig weiß. Das gibt's wieder. Und ich freue mich da schon eigentlich so richtig drauf. Gerade auch das dann mit den Apartments und das wird herrlich. Hoffe ich doch. Bin da wirklich gespannt. Es gibt ja auch eine neue Karriere, die Politikerkarriere. Ah, da werden wir wahrscheinlich unseren Spaß haben. Hoffe ich doch zum. Ich hoffe sehr. Wenn dieses Erweiterungspack enttäuschend wird, dann weiß ich auch nicht. Also ich habe schon leicht hohe Erwartungen. Gerade auch wegen diesem Großstadt-Feeling, was die rüberbringen wollen. Also ich erwarte dann auch wirklich eine Großstadt mit vielen Interaktionen, wo du einfach voll viel machen kannst. Sie zeigen ja auch wie so einen kleinen Markt, wo du an Ständen Essen holen kannst. Und ich erwarte da schon einiges von den Entwicklern, dass das wirklich so richtig tolles Erweiterungspack wird. Und wir da dann eine Zeit lang unseren Spaß haben werden. Und ich bin auch mal so allgemein gespannt auf die neuen Dekorationen, was es noch alles Neues gibt, anstatt das, was jetzt im Trailer zu sehen ist. Und was sie vielleicht auch für klare Diagnose. Und was es dann vielleicht auch für neue Klamotten gibt. Und für neue Gegenstände, habe ich ja schon gesagt, für die Wohnung, fürs Apartment. Dann natürlich ganz klar auf die Apartments allgemein. Fand ich bei Sims 2 damals ja schon awesome mit den Apartments, als es da rauskam. So ein Erweiterungspack-Apartment. Gott, wie hieß denn das? Ich bin jetzt so voll aufzustehen, in meinem Schrank steht. Das grinst mich an. Apartment Leben? Ich weiß es gar nicht. Müsste ich spiegeln. Ich sehe es nur, wie es da in meinem Schrank da hinten steht und ich möchte da jetzt wirklich nicht hinlaufen und nachgucken. Und nein, habe ich keine Lust zu. Ah, also ich freue mich schon riesig auf den 3. November. War doch, glaube ich, 3. November. Ah, ich mag jetzt nichts Falsches sagen. Ja, wir haben 18:44 Uhr an einem Sonntag. Aber das macht nichts. Herunterladbare Inhalte. Oh, Gottes Wille. Zieh mit deinen Sims in die Großstadt. Na, hoffentlich. Großstadt leben. Ah, jetzt steht es nicht dabei. Müsste aber 3. November gewesen sein.
Da müsste 3. November gewesen sein. Hast du jetzt die Interaktion abgebrochen, ja? Danke. Sehr toll. Lama-Krippe, wir machen Lama-Krippe. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, ob ihr euch auch schon so darauf freut, auf das nächste Erweiterungspack. Und warum verjagt sie immer Leute von beschämt, fragwürdiges. Warum verscheucht sie jedes, wenn sie jedes Mal Patienten da wegscheuchen? Behandeln, mal gucken, ob das was wird. Natürlich nicht. Aber hey, wir haben Silberstatus erreicht, auch wenn es komplett falsch war. Oh, Jesus. Ach, da geht jetzt von alleine weg, finde ich gut, weil wir müssen noch Ereignisse. Genau, wir müssen das noch protokollieren kurz. Und Temperatur messen. Hey, wir sind schon voll gut. Wir sind schon fast Gold und gerade mal 10 Uhr. So gut war ich, glaube schon lange nicht mehr. Oh, Jesus. So, vielleicht haben wir bei dem dann mehr Glück. Akzeptable Diagnosechance. Dann nehme ich blähende Hitze. Was ist denn blähende Hitze? Behandeln. Es gibt eine Spritze. Okay, nein, er hasst uns auch. Na gut. Zwar bei zwei Patienten haben wir versagt. Nächster Patient. Mal gucken, was der hat. Oh, der hat Ausschlag. Der hat Ausschlag. Wir nehmen einen Abstrich. Hey. Hat ja überall diese Flecken. Wo ist denn der rumgerannt? In was für ein Gebüsch? Körper untersuchen. Ja, das Herz schlägt noch, so schlau sind wir auch. Wir röntgen denn jetzt mal. Röntgen. Und ich möchte mal wieder jemanden operieren. Also hier mit diesem Gerät. Das haben wir schon, das haben wir, glaube ich, jetzt einmal gemacht. Die. Wartet. Brigitte Braun. Erwachsene. Ich glaube, sie braucht wirklich Hilfe, weil der Dino, die hat so mit diesem Dino, habt ihr das auch wieder gesehen? Im letzten Part war das auch schon so. Entweder hasst sie diesen Dino auf Teufel komm raus, oder sie hat ein komisches Kindheitstrauma mit diesem Dino erlebt. Oder sie sieht kleine Heinzelmännchen oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Es wurden keine Erkenntnisse gewonnen. Muss er pipi? Nein, es juckt ihn einfach nur bis jetzt. Und wir haben natürlich das Röntgenapparatgerät kaputt gemacht. Aber hey, unser Patient lebt noch. Und wo zum Teufel hat die jetzt was zum Essen her? Hast du dein Essen von zu Hause mitgenommen, Fräulein? Nein, ich möchte jetzt keiner Gruppe beitreten. Ich muss meine Arbeit tun. Hast du dein Essen von zu Hause mitgenommen? Der hat Essen von zu Hause mitgenommen. Könnt ihr mal das. Nein, das da ist keine Blume. Das da ist noch Blume. Kann man wegschmeißen. Verkaufen, nicht wegschmeißen. Und das da. Und das da. Und das da kann man zerstören. So. Jetzt haben wir ja mal ein bisschen aufgeräumt.
Temperatur messen. Er hasst uns. Wahrscheinlich haben wir den auch schon mal falsch diagnostiziert und deswegen hasst er uns. Wir sind Medizintechnikerin. Solche Leute lässt man doch normal auch nicht auf Menschen los, oder? Mach mal einen Laufbandtest. Ich weiß, du hast Hunger. Ah, wie nett, repariert das Röntgen-Dings. Wo hast du denn jetzt denn dein Essen hingestellt? Mach mal weg. So, Torben muss in einer Stunde zur Arbeit. Kannst dich allerdings mal um deine Fitnessfähigkeit noch kümmern, die Stunde. Oh. Kann die mal jemand zur Untersuchungslege bringen? Das wäre sehr freundlich. Weil wir haben gerade alle Hände voll zu tun. Und wir müssen noch ein bisschen arbeiten. Kann doch nicht sein, dass wir zweimal Menschen falsch diagnostizieren. Okay, er hat. Sehr gut. Er hat Level 3 seiner Fähigkeit. So, muss ich kümmern. Sie ist immer noch beschämt. Das ist mir doch jetzt egal. Torben ist zur Arbeit. Sehr schön. Da machst du fleißig arbeiten jetzt. Oh. Also, sie sieht leicht miserabel aus. Wir gehen mal auf die Toilette. Wir bringen dann ein paar Leute zur Untersuchungsliege. Ich meine, wir haben ja schon Gold. Ärztliche Anordnung, Patient zur Untersuchungsliege bringen. Oh, noch mehr Kinder. Da, sie tut es schon wieder. Ich weiß nicht, was sie hat. Können wir ihr eigentlich auch irgendwas befehlen? Nein. Schade. Ich hätte nämlich gern zu ihr gesagt, dass sie die Leute mal zur Untersuchungslege bringen soll. Hätte ich ihr sehr gerne gesagt. So, wie viele? Eins, zwei, drei Liegen haben wir noch frei. Zwei tun wir jetzt noch besetzen. Oder besser, oder eine. Quatsch jetzt nicht. Weil jetzt hat sie auch Feierabend. So. Beförderung und die Gesundheit der Gewerbe. Ach, Menno. Schon wieder keine Beförderung. Ja, vielleicht morgen. Vielleicht morgen. Oh. Jetzt ladet es wieder so lang. Lad schneller. Grad schneller. Na? Na? Yay! So, aber wir haben immerhin 884 Simoleons verdient. Unser Essen steht noch draußen, okay. Aber es ist noch gut. Es verdirbt erst in 10 Stunden. So, sie muss morgen arbeiten. Dann ich weiß nicht. Wir gehen auf jeden Fall wieder mal auf Zuckerschädelsuche. Wahrscheinlich im nächsten Part. Wir gucken einfach mal. Oder wir arbeiten vielleicht im nächsten Part ja nochmal, weil. Ja, okay, bis er befördert wird. Da kann man es auch eigentlich auch alleine hinschicken. Er muss aber auch arbeiten. Wir schauen mal, wie wir es machen.
Auf jeden Fall sehen wir uns im nächsten Part. Bis dahin, ciao.